Hallöchen alle miteinander, wie geht's euch? Und herzlich willkommen zurück zu Let's Kurz King's Quest, meine Damen und Herren, wo wir heute nicht, wie eigentlich ursprünglich angekündigt, diesen Kampfdings da machen, sondern, wie ich rausfand, durch Internetrecherche, bei einem nicht genannten Suchmaschinengiganten, mit 2 O, es ist nicht Yahoo, scheiße, hat schon fehlgeschlagen. So, es ist also jedenfalls, soll man wohl Gerüchten zufolge zuallererst doch den Achaka befreien. Und dafür muss man ein paar Sachen machen. So, erstmal zeige ich jetzt so den Ort, wo wir hin müssen, wo dieser Brunnen ist, der ominöse. Ich hoffe, ich finde den auf Anhieb. Ich weiß grob, wo er ist, aber so ganz sicher, wie ich da hinkomme, bin ich mir nicht. Aber das kriegen wir schon hin. Ich glaube nämlich, wir müssen hinten aus dem Dorf raus. Ich bin da, ich glaube, in Videos nur dran vorbeigelaufen, habe das Ganze nicht weiter kommentiert, weil es für mich nicht sonderlich augenscheinlich war, aber... Raus da! Husch! Runter von dem Heuballen! Hatten wir ja eigentlich schon. Aus den Blumen! Lass das Essen fallen! Ja. Vielen lieben Dank. Das gibt kein Abzeichen. Du weißt wieso. Was? Ich will überhaupt kein Abzeichen von dir. Lass mich jetzt hier mein Ding durchziehen, du Vogel. Vogelhausen, hör mal. Da bist du der Bürgermeister von, das sag ich dir, meine liebe Frau Dingenskirchen da. So, also jedenfalls, soweit ich weiß, ist dann hier hinten, hier kamen wir ursprünglich damals ganz am Anfang mal das erste Mal in diese Stadt rein und dann ist hier hinten irgendwo dieser Knick. Ist das der hier schon? Nee, ja doch, Moment, stopp. Das ist dieser Knick, wo wir damals herkamen. Linksrum ist jetzt diese Abkürzung, die wir dann nehmen konnten. So, und dann ist hier, das habe ich überhaupt null kommentiert oder wahrgenommen. Da hinten sieht man wunderschön platziert einen Brunnen und davor... Das Zeug hier. Eine Hecke aus stacheligem Dorngras versperrte den Weg zum Brunnen. Der Brunnen mit dem gigariesigen Drachen? Vielleicht. Womöglich gigariesig, meine Damen und Herren. So, und was wir dafür natürlich jetzt brauchen, ist dieses komische Gartengerät von der Schmiedefrau. Soweit ich weiß, kriegt man das relativ einfach für eine Münze gekauft. Deswegen ist das ziemlich gut eigentlich, dass wir in der letzten oder vorletzten Episode, wann auch immer das war, schon diese, ich glaube, das war die letzte, die Münze da eingesammelt haben, die da auf dem Boden einfach rumlag. Habe ich die? Warum habe ich mal... Achso, okay. Ja, ich habe meine Münze. Okay. Ja, also die brauchen wir dafür. Soweit ich weiß, ich glaube, die überlässt uns die einfach. Hoffe ich. Also das ist jetzt so mein Plan. Ich hoffe, der wird nicht durchkreuzt. So, junge Frau. Die Gardisten haben darüber getratscht, dass du dich einem riesigen Troll entgegengestellt hast. Und ich muss sagen, ich bin beeindruckt. Aber wie kommt er dazu, ein Picknick zu machen? Trolle sollen arbeiten. Entschuldigung, du hast auch manchmal geschlafen oder schon mal was gegessen, oder? Hoffe ich. Ich möchte das Ding hier haben. Oh. Ende weg, Graham, oder du bist es, der ein Auge verliert. Immer, Freundchen. Was darf es denn sein? Ich möchte das Ding an der Wand haben. Wie viel kostet dieses Gartengerät? Eine glänzende Münze. Ja, was ein Zufall, dass wir genau eine glänzende Münze haben. Vertraue auf deinen Bauch. Jo. Und auf Achaka, den wir hoffentlich gleich befreien werden. Irgendwie im Schweiß unseres Angesichts. Ja, nimm deine dumme Münze, Fräulein. Versprich mir, Graham, dass du dies nur zu seinem eigentlichen Zweck einsetzt. Ich werde Hecken trimmen wie kein anderer. Das Grünzeug ist korrekt. Die Augen machen. Das Grün, ach, ist direkt weg. Na gut, dann wollen wir mal hier schön gucken, ob wir das Ding, ob wir die Hecke, also was man so Hecke nennt, ob wir die damit auch kaputt kriegen. Du sollst da nicht hinlaufen. Du sollst am besten in der Regel dahin laufen, wo ich hindrück. Das wär fürchterlich entgegenkommt. Mein Freund, Schmendrick, upsala. Erinnert mich ein bisschen an Ni No Kuni. Kennt von den 3 Leuten, die zugucken, zwar wahrscheinlich eh keine Sau, aber irgendwann, vielleicht spiele ich Ni No Kuni irgendwann. Das wär schön, das Spiel hat mir gefallen. Ich weiß gar nicht, ob es da irgendwelche größeren deutschen Let's Plays überhaupt schon so gibt, aber das werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. So, erstmal jetzt hier mein übermäßig teures und tolles und unfassbar starkes und sehr komplexes Garten-Ding. So, bitteschön, mach fertig. Ganz hervorragend. Guck dir das an. Das ist fast wie in der Weg nach Eldorado, da haben sie irgendwie auch, aber dann waren da Wände im Weg. Hoffentlich sind hier keine Wände im Weg, das wäre blöd, weil ich möchte eigentlich ganz gerne hier lang gehen. Meine Damen und Herren, so, machen wir nämlich jetzt auch und dann wollen wir hoffen, dass der Achaka... Ach, das ist der Brunnen von ganz am Anfang, ist das, ne? Ja, sieh ja. Muss ich jetzt das Ding hier wieder betätigen? Nö, muss ich nicht. Toll. Super, dann mach deinen Scheiß doch alleine, Mensch. So.
Achaka wurde zuletzt auf dem Weg hier runter gesehen. Der will bestimmt den Spiegel holen. Sein Auge nicht rechtzeitig für das Turnier fand. Aber Opa, der Drache lebt da. Ach ja, der das will den... Ah! Ich noch nicht, Mandolin. Tu so, als wüsstest du es auch nicht. Diese Geschichte spielt vor der von gestern. Manchmal muss man mit der Reihenfolge brechen. Oh, alles klar. Okay. Also eine Prequel quasi. Mal schauen. Moment, hier kam ich jetzt her. Ja, ja. Hm? Würdest du bitte... Danke. Zu gütig. Tu einfach das, was ich gerne möchte, mein Freund. Dann werden wir gut, dann werden wir gut miteinander auskommen. Wie sich das für einen Videospielcharakter gehört, Freund. Warte mal, wenn das eine Prequel ist, dann können wir jetzt bestimmt dafür sorgen, dass der... Er wusste wohl nicht, dass es vorbei war. Vielleicht durfte er wieder mitmachen, wenn er ein Auge brachte. Sicher gab es da ein Addendum. Mit Sicherheit. Und jedenfalls ist das bestimmt das Auge, das dem Drachen gefehlt hat. Warte mal, rechts, nee, oder? Oh, doch, war richtig. Gott sei Dank. Hallöchen. Ihr müsst das hier unterschreiben. Ihr habt gefehlt. Super. Ja, ehrlich, im Unterricht gefehlt, weißt du? Aber hier schön immer die guten Noten haben wollen, Freundchen. So läuft das nicht, Mr. Achaka. So, jedenfalls ist das bestimmt die Szene, wo der Drache damals sein Auge verloren hat. Was? Kann ich da jetzt auch einfach hin? Bestimmt nicht. Doch? Okay. Also jedenfalls, ich vermute mal, vielleicht können wir jetzt dafür sorgen, dass er sein Auge behält und dann beide noch hat. Das wäre ja unglaublich. Das soll ich jetzt schaffen. Richtig. Das soll ich jetzt schaffen. Das erinnert mich ein bisschen wie damals diese Hugo-Sendung. Oh, der kann mehr als Achaka sagen. Afamata. Ich geb dir gleich Affe. Nenn mich nicht so. Was muss ich tun? Ach shit. Das hätte ich mir... Wahrscheinlich hätte ich mir das jetzt merken sollen. Vermutlich hätte ich mir das merken sollen. Ja, dann... Und das passiert denen, die nicht zuhören. Ach, Entschuldigung. Afamata. Achso, Mist. Die Dingsbums hat noch was gesagt. Die Gwendolin, meine Damen und Herren. So, jetzt passen wir auf. Aber ganz, ganz doll, hör mal. Der Drache! Also, schräg rüber. Lama. Afamata. Schräg rüber, schräg darüber. Geradeaus darüber und schräg darüber. Okay, Afamata? Ja, ja. Afamata. Afamata heißt wahrscheinlich schräg. Afamata? Achso, nö. So, guck dir das an. So, wenn man mal weiß, was man hier tun muss, dann ist das auch alles irgendwie machbar. So, jetzt muss ich mir den Scheiß nochmal merken. Watamata. Geradeaus, schräg, ne, schräg rechts, schräg links. Oh Gott. Afamata. Okay. Afamata? Warte mal, das war jetzt, glaube ich, so. So. Afamata. Und jetzt muss ich warten, bis der Dingen. So, guck dir das an. Guck dir an. Das ist ja unglaublich. Ich habe irgendwann, glaube ich, mal noch gesagt, nicht, dass das Spiel ein Plattformer wird, aber. Watamata. Ach, Water heißt bestimmt Warte. Ja, ob ich das jetzt im ersten Versuch hinkriege, meine Damen und Herren, das steht höchst in Frage. Wie war denn das jetzt hier? So. Ich weiß, dass ich von dem dann nochmal zurück musste. So, und dann muss ich wahrscheinlich dahin. Genau. Jetzt hoffentlich da. Da. Ah, das ist ja unglaublich. Hör mal, auf Anni, bis auf den ersten, unglaublicherweise. Afanata, Alter. Okay. Erinnerte mich jedenfalls jetzt an diese Hugo Call-In-Show von früher. Ja, und eine Überraschung. Wir waren nicht so begeistert. Achaka. Yusa. Ich soll laufen, fliegen, drunter her, Dings. Genau. Genau das, ja. Beeindruckend.
beeindruckender Typ, dieser Achaka. Irgendwas war mit Fliegen, aber was? Das soll ich jetzt können. Ne, ich wollte schon sagen. Vielleicht lerne ich jetzt, wie ich Bogenschießen schieße. Quasi. Okay. Ich gehe jetzt davon aus, dass ich einfach langlaufen muss. Ja, ich vertraue euch. Also euch Spiel und so. Quasi, meine Damen und Herren. Was haben wir denn hier? Schönet? Guckt ihr das an. Da haben wir wieder Stalaktiten übrigens. Like, comment und subscribe, wenn ihr immer noch wisst, warum Stalaktiten, also wer Stalaktiten und Stalagmiten sind. Boah. Ist ja sehr heroisch schon wieder. Und dabei ist das gar nicht der, dabei ist das gar nicht Whisper. Das soll ich jetzt schaffen. Das erinnert mich jetzt dann schon wieder stark. Das Spiel erinnert mich immer an ziemlich viele Sachen, fällt mir gerade mal so auf. Das erinnert mich nämlich sehr, sehr stark an Arkham Asylum. So. Die Dingsbumskämpfe hier mit dem Scarecrow. Die waren ohne Scheiß mit das Gruseligste, was ich jemals in einem Videospiel irgendwie erlebt habe. Diese Scarecrow-Kämpfe, ne, sind eine absolute Schweinerei. Ich hatte dermaßen Schiss. Aber ich hab's überlebt. Knapp, aber ich hab's überlebt. Fast so knapp, wie ich das hier überlebe, meine Damen und Herren. Na, was ein Zufall. Aber wer nochmal Glück gehabt hat, wenigstens der Achaka mit seinem. Er wollte immer noch das Auge. Ich konnte ihn nicht stoppen. Ich will den aber stoppen. Ich will den stoppen. Aber wie kann ich den stoppen? Warte mal. Ach, da. Also. Wie kann ich den jetzt stoppen? Das ist jetzt die Frage, die zu klären gilt. Vielleicht kommt er noch. Ich hoffe, das kommt noch. Ich hoffe, ich kann den stoppen. Also, sonst würden die den Scheiß doch jetzt hier so nicht andeuten. Würde ich zumindest mal vermuten. Das Spiel erinnert mich an ziemlich viele Spiele. Das ist dann jetzt schon wieder so ein bisschen Uncharted-like. Arkham Asylum habe ich. Ein paar Hugo die Call-In Show. Like, comment und subscribe, wenn irgendwer noch Hugo die Call-In Show kennt, meine Damen und Herren. Hätte ich denn? Ja. Ich möchte dich gerne davon abhalten, mein Freund Achaka. Oh, nein. Oh, psst. Woher soll ich wissen, dass ich mich beeilen muss? Das Feuer sieht übrigens auch absolut genial aus. Alles handgemalt übrigens. Ich weiß noch nicht, ich glaube, ich habe das in der ersten Episode erzählt. Das ist alles handgemaltes Ölzeug. Absolut großartig. Ähnlicher optischer Dingsbums übrigens wie Ni No Kuni, an das mich das Spiel auch erinnert. Aber da kommen wir noch einen anderen Mal zu, glaube ich. Ni No Kuni sollten wir mal im Hinterkopf behalten. So. Muss ich jetzt von lustigen Bäumen ausweichen? Nee. Sehr elegant. Elegant geglitten, meine Damen und Herren. Gleite, würde mir ein Pinguin sagen. Like, comment und subscribe, wenn ihr wisst, woher diese Dingsbums kommt. Dieses Zitat. Also ein Pinguin. Ach, ist egal. Guten Tag. Scheiße, ich bin gefangen. Super. Also geht so eigentlich. Und mit dem kann ich nicht mal mehr reden. Ja, wie kommen wir hier jetzt wieder raus? Fantastisch. Ja, hervorragend. Gute Arbeit. Eine gute Reise. Tja, da bringt dir deine Kraft... auch nichts. Oh nee, ich muss jetzt nicht Little Sisters irgendwie eskortieren, oder? Nein, ich werde keine Little Sisters eskortieren. Das werde ich nicht tun. Nicht hier, nicht heute und nein, auf keinen Fall. Erzähl. Ich käme da ja durch, mein Freund. Mach was Gutes, das wäre schön. Im Gegensatz zu meinen Rocket League-Partnern, meine Damen und Herren. Uka, was? Uka Buka, Alter. Afanata. Afanata. Okay. Afanata war wohl falsch. Also, diesmal, was hat der andere? Stalmata? Buka. Stalama. Salama, Salama! Okay. Jetzt sind wir offiziell zweisprachig. Buka. Afanata. Afanata.
Wahrscheinlich hätten wir aus diesem ganzen Kram vorher irgendwie, also ich, lernen sollen, was Afanata und was Stalmata heißt, aber pff. Afanata! Hab ich nicht getan, falls euch das nicht aufgefallen sein sollte, aber ich bin ja trotzdem irgendwie rausgekommen, Gott sei Dank. Also zumindest lerne ich aus meinen Fehlern, manchmal. Nicht immer, aber dafür umso seltener, meine Damen und Herren. So, jetzt machen wir allerdings erstmal Feierabend für heute. Den Rest oder was auch immer hier noch so ansteht in dieser Höhle, machen wir in der nächsten Episode mit allem, was dazugehört, meine Damen und Herren. Bis dahin würde ich mich natürlich wie immer über jeden Like und Comment von euch sehr, sehr freuen. Teilt meine Videos auf Facebook, sagt euren Freunden Bescheid, was auch immer. Mit allem, was ihr für mich tut, würdet ihr mir wirklich sehr, 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 sehr viel weiterhelfen. Über jeden Subscriber freue ich mich natürlich sowieso und heißen herzlich willkommen. Meine Damen und Herren, des Weiteren möchte ich mich natürlich wie immer dafür bedanken, dass ihr eure Zeit mit mir verbracht habt und verabschiede mich ebenfalls wie immer hochoffiziell und winkenderweise. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.